Ja, das ist jetzt genau 15 Jahre her, dass ich hier an der Ecke bin und das Haus gesehen habe, das heute der Haupteingang ist von Aschwassbach. Und so hat es vorher ausgesehen. Das heisst, man sieht da ganz klar, dass oben links im zweiten Stock das Fenster noch nicht ist. Dass unter das Fenster, das da ist, zur Haupteingangstür wurde, weil rechts nebendran eben der Eingang war vom alten Haus. Also ein sehr kleiner Eingang. Und man sieht auch hier, wie das kaputt war. Also wirklich in einem leiden Zustand. Und wenn wir jetzt hier reinkommen, kann ich hier schnell die Ansicht zeigen, vom, wie wenn wir reinkommen durch den alten Eingang. Wo man einfach hier den Gang führen sieht. Alles natürlich voll im Dunkeln. Und wo wir rechts nachher die Sichtwand gemacht haben, das Sichtmauerwerk, also alles freigelegt haben, der ganze Gips, der drauf war. Man sieht es hier auch, wie breit das war. Also wie viel das drauf war, zum Ausgleichen. Also das war eine ziemliche Bütze. Und da sieht man auch schon, wie wir hier die ganze Mauer, die es hier links hatte, schon vorgenommen haben. Und auf der rechten Seite sieht man auch noch, wie wir angefangen haben mit dem Sichtmauerwerk, also das wirklich alles abzuspitzen. Das war eben die Bütze. Auf der linken Seite jetzt hier sieht man drauf das Loch, oder, das es gegeben hat. Weil wir jetzt erst noch den Keller runtergraben und betonieren und dann hat das hier das Ganze, haben wir natürlich die Holzträger rausgenommen und das auch noch alles betoniert. Und das ist da, wo jetzt am Ende entstanden ist. Ich gehe jetzt mal den Gang weiter führen. Und wo man da schnell da die Briefkästen sieht, was da auf der linken Seite hatte, eben für die 6 Wohnungen. Das heisst, es waren 3 Wohnungen, so 2,5 Zimmer und 3 Wohnungen mit 1,5 Zimmer. Was man hier auch noch gut sieht, ist, wie die Stege früher war. Also die ist hier so gegen die Wand hochgelaufen. Und man sieht hier, dass das früher noch ein Fenster war, hier, mit einem ganz schönen Schirmständer. Und ich habe nachher da einfach mit dem Metallträger das Ganze aufnehmen können. Und wo man da ganz klar sieht, dass es da ja nur 2-3 cm über dem Türrahmen war. Und jetzt doch klar in 60 cm weiter oben, was natürlich einen viel höheren Raum gibt. Die anderen Sachen haben wir alle selber kreiert. Und jetzt gehen wir weiter Richtung Annex und Lounge, wo man hier gut sieht. Das heisst, was vielleicht fast noch besser wäre, wenn man jetzt zuerst so schauen würde. Und man eindeutig auch hier sieht, dass das Fenster auf der linken Seite, dass es das noch nicht gegeben hat. Und wir sind jetzt wirklich ziemlich genau da. Und man sieht natürlich auch, eben, wie viel so ein Fenster kann beitragen zu einer angenehmen, offenen Gestaltung. Und da sehen wir auch das Einzige, was eigentlich übrig geblieben ist, vom alten Gebäude, ist da die Stege aus Metall, die Wendeltreppen. Und wenn wir jetzt hier noch schauen, die Schießscharte, die ganz klar aus dem Mitte 13. Jahrhundert stammt, wo die Mauer gebaut wurde, auch belegt ist, historisch. Der Anfang von Pruntrut eben um 1240, 50 rum. Und das ist auch denkmalgeschützt alles. Und die ist wirklich original. Und einfach versteckt war hinter Täfer und Mörtel. Und zufälligerweise haben wir die gefunden.
Voilà, der erste Teil ist abgeschlossen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Teil. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.